man steigt ins Auto ein und dann Musik hören. So, jetzt muss ich normalerweise Klappe aufmachen, mir mein AUX-Kabel nehmen, die Klappe hochmachen. Egal was für ein Auto es ist, man hat immer irgendwelche umständlichen Punkte. Das heißt, ich stecke jetzt hier das Kabel rein, dann mache ich die Klappe wieder runter und friemel irgendwie mein Handy raus. So, schließt an, kann auf Play klicken und dann habe ich Musikgenuss. Dass das einfacher geht und das für wenig Geld, das seht ihr nach dem Intro. Ja, und um dem Ganzen jetzt gegenzuwirken, gibt es von Okay folgendes Produkt, der Wireless Portable Car Audio Receiver, was im Endeffekt nichts anderes ist als ein Bluetooth-Empfänger fürs Auto. Machen wir das Ganze schnell auf. Ich hatte es vorhin schon mal offen, deswegen jetzt nicht wundern, wenn es hier ein bisschen aussieht. Da haben wir zum einen den Wireless Portable Car Audio Receiver und dann noch den Car Charger. Den packen wir zuerst mal aus. Legen wir mit hier hinter, hinweg. So, da haben wir hier den Ladeadapter von der Firma OK und mit drei Ladeports. Hat den Vorteil, man kann zwei Handys laden und hier der schwarze, der ist direkt für den Bluetooth-Empfänger an sich. Legen wir den mal kurz hier rein und packen den Stardeshow aus. Ganz vielen Kabeln. So, eigentlich ist er auch nochmal in so einer schönen weißen Tüte, aber das war jetzt gerade nicht mehr möglich. Und hier haben wir jetzt den Bluetooth-Empfänger. Der ist einfach ein runder Punkt, oben drauf steht OK und dann haben wir hier drei Knöpfe, die hören sich so an, also richtig wie ein alter Knopf. Und da haben wir oben einmal die Funktion, dass wir Anrufe annehmen und Play klicken, wir können vorspulen und wir können den Titel zurückgehen. Ganz in der Mitte ist ein Mikrofon und ja, das war es auch schon dazu. An der Rückseite ist dann noch ein Klebepad, das hält magnetisch, hat dann so kleine Einrastösen, dass das hier hält. Und ja, auf der anderen Seite ist ein AUX-In-Anschluss und eben, wie gerade schon angesprochen, der USB-Stecker, der dann an die schwarze Stelle kommt. So, und dann ist das ganze Teil. Und jetzt hatten wir ja gerade das Problem mit dem AUX. Drehen wir dafür ein bisschen die Kamera. Und da hatten wir jetzt gerade hier dieses nervige AUX-Kabel. Machen wir das doch einfach einmal raus. Und legen das beiseite und ersetzen dies jetzt durch dieses Kabelgebühr hier. Wir stecken zum einen unseren Ladestecker unten in die 12 Volt Dose, die hier in dem E87 1er BMW glücklicherweise gleich neben dem AUX-Kabel ist. Und dann stecken wir das AUX-Kabel, was sich hier befindet, wo praktischerweise noch so ein Kabelhalter sozusagen dabei ist, wo wir nachher versuchen, die Kabel alle miteinander zu verstopfen. Und das stecken wir jetzt daneben. Und das war es schon von der Installation. Jetzt haben wir hier hinten das AUX-Kabel drin stecken und drunter die Lademöglichkeiten. Jetzt können wir hier natürlich noch ein Lightning-Kabel oder ähnliches reinstecken, um das Handy zu laden. Und dann müssen wir uns nur noch einen geeigneten Punkt suchen, wo wir den Bluetooth-Empfänger platzieren. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, den höchstwahrscheinlich hier unterhalb vom Schaltknopf einfach hinzumachen. An dieser Stelle ist er leicht zu finden. Er ist mitten im Auto, das heißt, jeder wird gehört. Und ja, dann haben wir in der Packung noch einen 3M-Kleber dabei, also einen Klebepad. Und das können wir dann hier drunter positionieren. Praktisch ist dabei natürlich dieses Magnetteil, dass man das nochmal miteinander verbinden kann. Hier habe ich jetzt das Problem, dass hier so eine Ecke drin ist. Da muss ich jetzt noch versuchen, ja, das festzukleben, das zu installieren, dann später wird das Kabel natürlich hier irgendwie noch fachmännisch verlegt, dass man das nicht mehr ganz so stark sieht und dann ist das drin und dann, wenn es verbaut ist, sehen wir das Ganze mal in Funktion. Das Ganze ist jetzt verbaut, das Teil klebt hier unten, hat hier zwar einen Abstand, weil es einfach bauraummäßig nicht anders möglich war, aber ich habe mich jetzt trotzdem dafür entschieden, das erstmal so zu machen. Dann klebt es einfach drauf, hält hier, die Kabel mache ich später hier noch fest, dass es dann hier gut verbunden da liegt. Hinten ist auch alles schön verbaut, die Kabel sind zusammen gemacht, ja. Und jetzt mache ich das Auto an und guck einmal. Ja, jetzt läuft das Auto. Mach mal das Radio auf AUX. Ja, und hier unten blinkt das Teil schon, das sieht man jetzt gut. Und jetzt kommt die Apple Watch ins Spiel. So, jetzt haben wir hier die Apple Watch
Und das ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein Bluetooth-Gerät. Man kann natürlich jetzt hier auch ein Handy nehmen oder ähnliches. Aber ich nehme jetzt einfach die Apple Watch, weil ich ja mit dem Handy gerade filme. Jetzt liege ich auf Bluetooth. Und suche, also aktiviere das zuerst mal. Und dann suche ich jetzt Geräte. Der sucht und jetzt hat er hier gefunden. OKBRC8 heißt der. Klickt er drauf. Und jetzt sieht man hier unten, dass es jetzt hier nicht mehr blinkt. Sondern das leuchtet jetzt. Und jetzt kann ich hier in der auf der Apple Watch auf meine gespeicherte Musik gehen. Gehe auf meine Musik. Und kann auf Play klicken. Und jetzt wird die Musik übers Audio-Radio abgespielt. Wenn ich jetzt hier leiser mache, dann hört man so ein kleines Piepen, weil das die Geräusche macht, eben dieses OK-Teil. Und wenn ich jetzt hier lauter mache, dann wird es im Auto auch lauter. Und wenn ich jetzt hier auf Pause drücke, dann hört das Ganze auf. Und ich drücke wieder. Und die Musik geht weiter. Wenn ich jetzt natürlich das Auto ausmache, funktioniert das Ganze nicht mehr, weil der Bluetooth-Empfänger nur bei angeschaltetem Auto geht. Da ist noch ein kleiner Haken an der Sache. Und zwar hatte ich oft das Problem, wenn ich das Auto, also ins Auto eingestiegen bin, die Zündung angeschalten habe und dann das Handy sich schon mit dem Bluetooth-Teil verbunden hat und ich dann das Auto gestartet habe, dann hat er die Verbindung nicht mehr gefunden. Das heißt, wenn der einmal verbunden ist, sich trennt und dann sich wieder sucht, dann ist da irgendwie ein Fehler, dass er sich nicht findet. Das war aber das einzige Problem, was ich mit dem hatte. Freisprecheinrichtung lief auch super, also Gespräche haben echt perfekt geklappt. Man kann das Handy in der Hosentasche lassen und man kann einfach Musik wiedergeben, ohne irgendwas zu machen. Ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch was zeigen zum AUK Bluetooth Adapter. Der kostet bei Amazon unter 20 Euro. Und man kann dazu jedes Auto, was einen AUX-Anschluss hat, mit Bluetooth nachrüsten. Und meiner Meinung nach ist das wirklich die beste Variante. Wir sehen uns im nächsten Video. Verpasst nicht alle anderen. Ich hoffe, das Format jetzt hier mit Auto-Accessoires hat euch auch ganz gut gefallen. Ja, lasst wie immer Kommentare da. Gebt mir Feedback, da freue ich mich drüber und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.